Moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerdcrate. Ich muss mal eben kurz einmal das Mikrofon so ein bisschen runterholen. Das war eben Stress eben zum Schluss noch. Verdammt, die anderen Hände. Und hier so, hallo. Hallo? Hallo. Ich musste so ein bisschen durcheinander reden. Das Ganze klappt gleich runter. Ihr seht das schon rechts auf der Seite. Da habe ich das so ein bisschen vorbereitet. Ja, willkommen zurück. Und willkommen zurück zu einem kleinen neuen Bastelding. Ich sage euch gleich vorne, wenn ihr hier die perfekte Lösung sucht, ne, um den Mayfax Spider-Man wieder klar zu kriegen. Das gibt's hier nicht. Es gibt meine Lösung davon, die ist nicht schön, aber die funktioniert. Und das ist das Wichtige. Okay? Also erstmal nur das. For American viewers that like to watch this and think, oh, fine, my Spidey will work again. Yes, he will work again. But it's not a perfect solution. It may be a little bit ugly. But we're getting to that. Okay? So, let's run an intro. Wir fangen jetzt mit dem Intro an. And then you enjoy the show. Hopefully. What the fuck? Fünf Leute. Leute, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Für die, die jetzt gerade erst einschalten. Wen haben wir denn hier? Der Andy Berger, der hier Blacky und der Leo Wolf. Übliche Verdächtige. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr Bock drauf habt. Heute kein Review. Ne, ich war heute unterwegs. Ich war heute bei meinem Papa. Schönen Gruß nochmal. Hat Spaß gemacht. Wir haben Avengers Endgame geguckt. Den kannte er noch nicht. Es gab ein bisschen was zu futtern. Zombie3784. Moin, dich kenne ich noch nicht. Schön, dass du dich herverirrt hast. Ich hoffe, dir gefällt's. Hagener Michael, guten Abend. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock. Was ich eben schon zu Anfang sagte, für die, die da noch nicht dabei waren. Erstmal eben hier Cheers. Ja, das wird heute eine Mayfax Spider-Man-Lösung. Die wird aber nicht perfekt sein, sag ich euch ganz ehrlich. Andys Kumpel. Ah, willkommen. Schön, hat er mir ja auch mal von erzählt. Das ist gut zu wissen. Also, ja, bisschen zur Geschichte. Ich würde sagen, ihr seid ja nicht hier, um mich zu sehen. Ihr seid ja hier, um zu sehen, was ich bastel. Von daher gehen wir mal kurz zum Bastel-Modus runter. So, einmal meine Platte. Und wie gesagt, wird kein Review. Kommt das Mikrofon mal ein bisschen wieder nach vorne, damit ich da nicht die ganze Zeit so reinschreie, aber damit die Audio trotzdem direkt reinkommt. So, wir haben hier einmal Masco Spider-Man. Und ihr seht schon, was ist denn das hier? Das ist meine Lösung. Das ist ein Hot Toys Spider-Man Ball Pack. Das Problem ist, dass das Ding halt wirklich groß ist. Und das zweite Problem ist, weswegen ich zu dem gegriffen habe, ist, dass die Packs von dem Mayfax Spider-Man andauernd wegbrechen. Und das ist mehrfach. Also da könnt ihr auch sagen, nee, für 100 ist der mir zu teuer. Ich hole mir das KO. Das bringt euch gar nichts. Die Dinger brechen genauso weg. Deswegen habe ich das hier jetzt so gemacht und habe den von der Seite halt ein bisschen angeschleift, damit das hier zumindest ein bisschen, nur so ein bisschen sowas wie eher in die Silhouette reingeht. Es ist nicht die beste Lösung, wie gesagt. Aber am Ende ist das Ganze wieder funktional. Der Ballpack ist reinsteckbar. Man kann über das leichte Ratchet in dem Ballpack wieder das Ganze drehen. Man kann die Hand ausrichten, wie man es will. Und hat am Ende wieder einen funktionalen Spider-Man. Wie gesagt, nicht über die Maßen hübsch. Aber eine bessere Variante gibt es nicht. Denn da die Packs andauernd wegbrechen, also wirklich andauernd, die ganze Zeit, immer, 24/7, sind die Dinger auch nicht ausgefleischt. Es gibt jede Menge andere Ballpacks von anderen Firmen. Da werden halt die Figuren ausgefleischt, ne? Wie zum Beispiel der Spider-Man. Deswegen haben wir den hier. Aber eine andere Möglichkeit gibt es halt nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber so habe ich wenigstens die Lösung und ich kann den Spider-Man wieder nutzen. Ich muss dann entsprechend natürlich auch, wir fangen gleich mit den Sachen hier an, das sind die Hauptkomponenten. Die Hand bohren wir auf und den zweiten Arm machen wir vielleicht, damit der Pack da reinpasst. Und die anderen Hände machen wir entsprechend auch. Das mit dem kompletten Schleifen und so weiter machen wir jetzt nicht. Ich habe hier den Stift genommen. Ich habe jetzt nicht einen originalen Dremel. Ich habe halt irgendeinen günstigen damals mir bei Amazon mal rausgepoolt. Und den nutze ich seit, keine Ahnung, 2 oder 3 Jahren. Irgendwie sowas bestimmt, ne? Brechen for the win, oh, ich weiß Bescheid. So, und dementsprechend, der macht, was er soll, soweit er es machen soll. Und ich bin zufrieden. Ich werde mir aber nochmal noch einen richtigen Dremel holen. Also, das ist schon eine ganz geile Sache. Das Ding kriegt ihr, wie gesagt, auf Amazon. Wenn ihr Bock habt, ich schmeiß euch den Link hinterher nach dem Stream nochmal in die Beschreibung, okay? Wenn ihr einen günstigen Dremel haben wollt, das Ding kostet, glaube ich, irgendwie 17 Euro. Das ist nix. Und der hat genug Saft. Also, wenn ihr zu sehr irgendwo raufdrückt, dann sagt er irgendwann mal Feierabend, einmal aus, wieder an, dann geht er wieder.
ist eine günstige Lösung, die ist okay. Jedenfalls nutzen wir dann nicht den super dicken Bohrer, weil, wenn wir uns das Ganze hier angucken, der ist tatsächlich zu dick. Und wenn wir das nutzen, dann ist die Bohrung zu weit. Funktioniert auch wieder nicht. Und deswegen nehmen wir gleich diesen Bohrer hier. Die Aufnahme ist dafür zu dick. Logischerweise, weil da vorher halt der entsprechende Dremelaufsatz drin war. Also müssen wir einmal das Ganze hier einfach tauschen. Klack, Aufsatz raus. Und dann habe ich hier meine kleine, kommt da richtig mit einer kleinen Box, ne, und so. Das ist okay. Das ist für den Preis ist das Ding völlig okay und es macht, was es soll. Ihr kriegt dafür unterschiedliche Aufsätze, auch für richtige kleine Diamantscheiben. Habe ich mir vor einer Weile mal alles geholt und das funktioniert alles. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Also, dann kommt das da oben drauf, dann habt ihr hier auch eine kleine Klemme, ne? Kommt hier rein, drückt ihr drauf, dann bleibt das Ding da, wo es sein soll. Dann kommt der Bohrer da rein. Das kommt mal hier rüber. Und dann ist das okay. Und dann seid ihr im Endeffekt auch schon startklar. Einmal anziehen von Hand. Und dann ist das gut. Wisst ihr? Und im Nachhinein, wenn euch da was an den Farben nicht passt, dann geht ihr da noch selber bei. Ich habe das auch teilweise gemacht. Die ganze Figur hat überall so... Mal gucken, sieht man das noch? Oh, die Farbe hat sich gesetzt, das ist gut. Überall so ähnliche Sachen wie hier auf dem Bein, diese weißen Schimmer, seht ihr das? Und das haben sie teilweise auf dem Rot gemacht, sah aus, als wenn da irgendwelche Sprühmarks waren. Also als wenn das bald bricht, sah total kacke aus. Ich bin da selber nochmal eine Runde mit Rot rübergegangen, also ansonsten ist der Stil von der Figur wirklich geil. Aber dieses Weiß hat auf dem Rot überhaupt nicht funktioniert, deswegen. Was haben wir hier noch? Sieht unhandlich aus, das Ding. Du meinst den Dremel? Nee, definitiv nicht, der ist super, hier. Tippitoppi. Also der ist einwandfrei. Happy Domi, moin, grüß dich, hi. Andi Berger, Hauptsache ist doch, dass du zufrieden bist. So sieht's aus, mit dem Dremel meine ich. Ohne Zweifel. Deswegen, ja, 6 Leute dabei, finde ich super geil. Freue ich mich, dann ist das nicht ganz umsonst und ich kriege trotzdem ein paar Leute dazu und die Frequenz ist nicht unterbrochen. Ne? Wenn ihr das ja halbwegs gut findet, dann würde ich mich sehr freuen, bevor wir gleich loslegen, dass ihr vielleicht ein Abo hinterlasst und vielleicht auch einen Daumen hoch und die kleine Alarmglocke aktiviert. Auf die Art und Weise schafft ihr euer eigenes Programm. Das ist wichtig und ich komme in den Ergebnissen nach oben. Versaut den Algorithmus dadurch nicht, sondern ganz im Gegenteil, ihr helft damit kleinen Leuten wie mir. Ne? Wir sind momentan universell gerade so ein bisschen am Struggeln, so ein bisschen so eine kleine Message dazwischen. Momentan fehlen haufenweise Daten bei YouTube und unsere Aufrufe, also Dennis und meine und auch Raijin von Raijin Robot Reviews. Die Aufrufe funktionieren überhaupt nicht momentan. Das ist eine absolute Katastrophe. Also wenn ihr uns helfen wollt, ganz ehrlich, kein Scheiß, wenn ihr uns nach oben bringen wollt, weil die ganzen Kanäle kennen alle, wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Meine ich ganz ehrlich. Deswegen. So, aber jetzt fangen wir an. Jetzt sind wir noch bei einem Schluck. Und dann geht das los. Ich habe ja halt, wie gesagt, vorher die Hand schon einmal aufgebohrt, damit der Pack soweit hier reinpasst. Und das geht auf der Seite schon sehr gut. Das musste man teilweise noch ein bisschen tiefer machen. Man hat schon teilweise hierbei gemerkt, oh, ich glaube, ich bin bald durch. Uiuiuiui. Aber es ging. Ich werde dann noch auch, wie bei diesem Pack hier, ehrlich gesagt, die Form ein bisschen anpassen, damit das nicht ganz so glänzend ist, damit das noch ein bisschen schmaler ist. Das machen wir aber nicht heute. Ich will euch ja mit dem Dremel heute nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen, wisst ihr? Also Hauptsache ist erstmal, das ist fertig. Der Arm ist noch nicht fertig. Da habe ich einmal reingebohrt, da hatte ich eine andere Idee. Ich hatte von den Storm Collectibles Skeletons nämlich jede Menge Packs über und habe versucht, das zu lackieren. Hatte mir extra von Edding vernünftig Farbe geholt, Grundierung, die Farbe und dann auch noch Lack. Habe das Ding angeschleift, habe es mit Alkohol sauber gemacht, also 98%-99%ig irgendwie sowas, damit die Oberfläche halt auch sauber ist. Verzeihung, und damit das alles auch vernünftig hält. Das hat alles nicht so ganz funktioniert, wie es mir geklappt hat. Erster Versuch, reingesteckt, Hand drauf, einmal gedreht, geht nicht. Ist so abgeplatzt, der ganze Kram. Keine Chance. Deswegen musste ich was anderes machen. Und dann habe ich gedacht so, ey, Hot Toy Spider-Man, manche von den Packs sind sehr schmal, versuch's du einfach mal. Wie gesagt, nicht die schönste Lösung, werde ich vielleicht auch noch ein, zwei Mal sagen, für die Leute, die hier reinkommen und denken so, ey, der bastelt manchmal ganz coole Sache, vielleicht kommt da was bei raus, was so wirklich 100% mein Ding ist. Aber die beste Lösung hier wird das nicht. Das wird eine rein funktionale Lösung, damit ich den dann am Ende so machen kann, wie ich das will in meinem Display. Ich habe mir extra auch mal, das ist cool, ich habe hier extra für mein Display, das sind kleine Spinnennetze, die zeige ich euch mal eben. Das wird lustig. Es gibt so eine Sachen, tatsächlich, da habe ich gedacht, echt jetzt? Das sind super fiddelige kleine Spinnenweben. Die sehen so nicht nach super viel aus, wisst ihr? Aber die sind super stretchy. Und die werde ich innen drinne am D-Tolp so ein bisschen aufhängen und ineinander so ein bisschen verhaken. Und dann sieht das auch so ein bisschen wie so ein unschönes
Spinnennetz aus. Und da soll halt Spidey rein. Ich werde die Seite, wo Carnage dann rankommt, werde ich auch so ein bisschen rot machen und so. Und deswegen, wenn das fertig ist, dann will ich eben Spider-Man auf seinem, mit seinem Netz da irgendwie so mit reinhängen. Und soll dann über Kopf kommen, sodass ich den dann entsprechend auch zusammenfalten kann. Beine richtig breit, wie man das so kennt, dass er dann so über Kopf da runter guckt, ne? Wollen wir hoffen, dass das klappt. Also von der Stabilität her so, also die Hände halten das wieder. Das ist die Hauptsache. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ne? Daumen schon da. Dankeschön. Andi Berger, Daumen hoch an Zombie. Vielen Dank. Als locker anmachen wird erledigt. Dankeschön. Tim, die Ballpacks bleiben aber so, will heißen, von der Größe her passen die doch oder sind die dir zu groß? Die sind zu groß. Die sind viel zu groß. Das ist eben Mayfax. Das ist eben 1 zu 12, weißt du? Und für die Leute, die das nicht gesehen haben und vielleicht das nicht, es gibt ja auch Leute, die eine Hörbeschwerde haben oder Hörbeschwerden haben und sehen das vielleicht nicht. Die passen grundsätzlich von der Art und Weise natürlich schon so, ne? Also, die sind halt viel zu groß. Also von der Größe her, das ist halt die Größe von dem Ballpack und das ist halt die Größe von der Mayfax-Hand. Das Ding ist halt viel zu groß. Das passt nicht so hundertprozentig. Das ist halt leider schade. Also da kann ich tatsächlich nicht großartig mehr dran drehen. Laut Nerd-Wandkalender ist heute der DNA-Tag. Der DNA-Tag? Erzähl mal mehr dazu. Was ist der DNA-Tag? Sehen aus wie Kindernudeln aus der Halloween-Nudelsuppe von früher, nur größer. Absolut. Genau so. Fand ich voll geil. Habe ich gesehen. Ist so geil. Nudeln. aber ein bisschen schleife ich halt an dem noch rum. Und dann wollen wir mal gucken, ob das alles auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Auch mit der Stabilität. Wie gesagt, hat man ja gesehen. Hat er soweit gehalten. Und dann eine Griffhand. Spinnennetze. Das hier reinhaken. Das irgendwie in den Detolf. Könnte ein cooles Display werden. Hoffen wir mal drauf. So, jedenfalls. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Also, glaube ich eigentlich nicht. Es ist ein super feines Surren. Das geht eigentlich. Aber wollen wir mal gucken. Komm vor wie ein Zahnarzt. Ist gar kein schöner Rollentausch, kann ich euch sagen. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen größer. Einmal testen, wenn der Ballpack da drinnen bleibt, ist mir das ja grundsätzlich... Ah, da sind wir ja schon fast. Ja, schon gar nicht schlecht. Muss ein bisschen tiefer. Wir müssen da noch tiefer gehen. Nein. So, jetzt sind wir ein bisschen tiefer gegangen. Dann wollen wir mal gucken, was er dazu sagt. Sagt er okay. Sagt er okay, grundsätzlich. Kann aber noch tiefer. Aber, wie ihr seht, das passt schon mal. Ist ein Ansatz, auf jeden Fall, würde ich sagen. So, machen wir nochmal. Immer stückchenweise. Ist so wie beim Friseur, wisst ihr? So immer lieber einen Millimeter ab, weil was rankleben ist mal schwer. So, haben wir hier jetzt. Na, der mault hier irgendwie so ein bisschen rum. Oh, das Material ist oben ein bisschen dünn geworden. Da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir noch mal ein bisschen in die andere Richtung gehen. Das ist das, was ich meine. Seht ihr? Dann sind wir eben nämlich ein bisschen versprungen. Muss man einmal ein bisschen korrigieren. Und dann auch tiefer gehen. Und dann funktioniert das so langsam. Aber, wie ihr hier seht, ne, es ist gefährlich. Also, das ist das Ding. Seid vorsichtig damit. Was ich hier mache, ist ein reines Experiment. Und ich garantiere echt für absolut nichts. Das ist das absolut Wichtige. Ihr müsst das wissen. Wenn ihr das macht ihr auf eigene Gefahr. Ich garantiere hier gar nichts. Ich versuche hier nur meine Figur wieder fertig zu kriegen und zeige euch, wie ich das mache. Und vielleicht kann sich da jemand was von abholen. Das ist alles. Ich kann euch nichts garantieren. So, das kann sein. Das musste ich nämlich auch machen. Da musste ich den Pack noch ein bisschen aufdecken, damit das wieder in der Ecke besser ist. Da ist er! Jetzt haben wir ihn. Da ist er jetzt endlich ganz drinne. Und hält. Wir sind nicht auf der anderen Seite rausgekommen. Und ganz wichtig, es sieht jetzt, wie gesagt, nicht über die Maßen gut aus. Aber man hat seine Arme sowieso nicht immer ganz gerade. Spider-Man.
hat seine Hände wieder. Wie gesagt, ich werde das noch ein bisschen schmaler machen hier. Ähnlich wie auf der Seite. Das können wir gleich zusammen ein bisschen machen. Ich habe ja den Aufsatz hier. Und dann ist das wieder dran. Und das ist das Wichtige. Und beide Hände halten das Gewicht der Figur. Und da es halt Hot Toys Plastik ist, wird das so schnell nicht brechen. Das ist die Hauptsache. So, deswegen nochmal einmal in den Chat gucken. So ist es wichtig. Weiß ich nicht. Du hast doch einen Nerd-Wandkalender. Da ist doch bestimmt was Kleingedrucktes bei, oder? Du sitzt gerade vorm Internet. Google ist dein Freund.de. Timmener Spenden ist an der Legend Scale Vortex als Hubschrauber und zwischen zwei Gebäude hängen. Grundsätzlich eine coole Idee, den Platz habe ich aber nicht. Außer du möchtest mir eine neue Wohnung sponsern. Ist ein Feiertag in den USA. Ah, okay. Hier Blackie. Er erinnert an den Tag im Jahr 1953, an dem James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin und Kollegen in der Zeitschrift Nature Article über die Struktur der DNA veröffentlichten. Cool. Coole Nummer. Spitten some knowledge for you. Andi Berger, Tim, sagt doch einfach, alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Richtig. Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wie teuer war der? Die Dinger sind teuer. Das ist das Ding. Der Mayfax Spidey hat richtig fett Scheiße gefressen für die Geschichte. Das Ding kostet ein Huni. Und die Ballpacks sind von Arsch. Ist so. Also, ich habe tatsächlich bei Venom auch gemerkt, dass das alles zu eng ist. Da habe ich aber noch die Kurve gekriegt. Da habe ich gemerkt, okay, beim Abziehen hast du das schon gemerkt. Da gehst du direkt beim Dremel bei. Und weitest die Toleranz ein bisschen. Und jetzt hält er immer noch alles ganz normal genauso fest, aber du brauchst weniger Druck. Und es hält. Und am allerwichtigsten, es bricht nichts. Ne? Das ist einfach das Ding. Und das ist hierbei jetzt genauso. Und deswegen bin ich mit meinem kleinen Experiment auch schon fertig. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Nein, Quatsch, wir sind noch längst nicht fertig. Ich will noch ein bisschen hierbleiben. Ich habe da voll Bock drauf. Weil. Und ja, das ist das Ding. Die Dinger sind teuer. Und man muss da teilweise selber Hand anlegen. Aber wenn du meinen Cyclops-Review gesehen hast, das Ding funktioniert fehlerfrei. Null Problemo. Der Venom an sich eigentlich auch. Jetzt, wo, wie gesagt, wo das besser ist, sind die Hände halt, ne, flupp. Ich habe die auch ein bisschen aufgebohrt, habe die teilweise noch ein bisschen gratet, bei der Hand muss ich noch bei, aber, ne, raufgesetzt, hält er trotzdem. Die Toleranz ist immer noch tipptopp, aber jetzt reißt du halt nicht den ganzen Pack raus. Und die haben halt auch noch leicht andere Probleme, siehste? Sproing. Leichtes Problem, dass die auch wirklich gerade stehen. Ich weiß nicht, wo das Problem dabei ist. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber die stehen nicht so hoch und dann macht die ganze Zeit hier so ein bisschen die Füße zusammen, so Marke Superman. Die sind nicht perfekt, aber die sind schön. Das ist halt ein richtig geiler Classic Venom, ne? Wollte ich immer so haben. Deswegen, ich bin an sich soweit zufrieden, aber der Spidey ist eine Katastrophe. Dass man da erstmal von Hot Toys noch zuschlagen soll und die Packs sind teuer, ne? Das sind halt, die Packs haben mich nochmal 20 Euro gekostet. Ausgefleischte Teile von Hot Toys Figuren sind happig. Aber ich sag mir auch, auf dem Aftermarket so ein Ding kostet gerne 200, obwohl die Packs so scheiße sind. Wenn dann was bricht, das tut weh. Aber für den hier jetzt habe ich das eben nicht bezahlt. Und ich kann halt sagen, dass ich jetzt noch zusätzlich ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe. Aber dafür funktioniert er halt wieder. Und das ist die Hauptsache. Auf der Seite ist er gerade ein bisschen lockermäckig gerade. Aber, selbst mit Drucken, funktioniert. Ich habe übrigens Grayscale gedreht, ne? Das ist komplett fertig, das Ding kommt Dienstag. Voll Spaß gemacht. Du hast übrigens was Merkwürdiges auf dem großen Computer-Display. Ich habe keine Ahnung, was das ist, sonst ist das beiden gestern nicht aufgefallen. Guck dir das Review mal an, ich zeig dir sonst auch noch mal Bilder, wenn du willst. Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Da ist irgendwas mit dem Silber-Plastik-Gießverfahren schiefgegangen. Ich habe keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Morgen ist Alien Day. Alien Day ist immer gut. 100 Euro wären mir zu schade. Ja, hihi, selber anderen legen. Ich jetzt bloß einfach mal, ohne easy zu wechseln, auch die ganzen, kann ich das mal eben machen? Das mache ich jetzt mal eben. Ganz ehrlich, ich muss mal eben hier auf Brand. Kriege ich das mal eben schnell hier auf die Kette? Seht ihr, muss ich das mal eben leider alles wechseln, aber ne. Das war wieder so ein Flachwitz. Egal. Der hier wieder zurück. Blick. Das ist so geil. StreamYard ist so geil. Anyway. Ich liebe Marvel MCU, aber ja, das ist halt der Comic, ne? Das ist halt der Comic. Du kriegst auch den Homecoming. Ich glaube, der hat nicht die Probleme. Aber
Nimm da nicht unbedingt mein Wort. Ich will nicht irgendeinen Scheiß von mir erzählen, weißt du? Andi Berger, das sieht jetzt aber gut aus, finde ich. Ja, ist okay. Ist okay. Wie gesagt, die Proportionen von dem Ding sind halt echt eine Katastrophe jetzt, ne? Und ich habe bei ihm hier, bin ich beigegangen auf der Seite, habe ein bisschen was abgeschnitten und bin dann eben mit dem, das können wir eigentlich nochmal eben machen, die ganzen Hände aufbohren. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich noch extra. Ich habe gesehen, wie ich das mache. Ja, deswegen, also jetzt müsst ihr wissen, ob ihr das macht. Ich kann euch dafür gar nichts garantieren. Null. Das ist ein reines Experiment meinerseits. Und ich kann das nicht oft genug sagen, wenn ihr euch entscheidet, das zu tun, macht das bitte auf eigene Verantwortung. Und ganz ehrlich, auf Deutsch, kommt hinterher nicht bei mir an, du hast gesagt. Ich habe gesagt, seid vorsichtig, ich garantiere euch da gar nichts. Muss man so sagen. Sorry. So, wo ist denn jetzt mein kleiner Dremel-Schleifschniebri? Da ist er. Zack, dann habe ich den hier genommen. Man sieht ja schon, ich war mit Rot ein bisschen dabei. 7 Leute, Alter, Leute, ihr seid echt bekloppt, ey. Sonntagabend, 10 Uhr und ihr seid dabei. Kurze Frage zu Transformers. Gibt es einen MP Galvatron? Ja. Yep. Findest du auch bei mir auf dem Kanal. Fans Toys Sovereign. Wenn du offiziell willst, muss ich dich enttäuschen. Einen offiziellen Masterpiece Galvatron gibt es nicht. Aber Fans Toys hat Sovereign gemacht. Ich will mal eben gucken, ob das funktioniert. Dann will ich mal eben kurz auf mein YouTube gehen. Und dann kann ich dir mal eben den Link rausfischen. Und entweder kopierst du dir den raus oder du guckst halt sonst auf meinem YouTube selber. Das ist halt tatsächlich eine Sache, die kann ich dir eventuell selber auch eher empfehlen. Machen wir eben einmal. Es gibt auch gar nicht allzu viele Reviews bei mir zu Fans Toys Sovereign. Ja, zu Fans Toys im Generellen. Und das ist noch das richtig alte Format. Das Video ist richtig, richtig alt. Aber Hero Blechi sagt es auch gerade. Es gibt den New Age Toys Darius, aber der ist Legends Scale. Und ich nenne das persönlich Legends Masterpiece, aber es ist Legends. So. Das ist jedenfalls Darius. Machen wir mal kurz einmal Schwuppi. Das ist New Age Toys Darius. Der sieht halt wirklich geil aus. Das sind die Toy-Farben oder Marvel G1 Comics. Und der ist wirklich schön. Der ist wirklich, wirklich toll. Aber der ist eben klein. Masterpiece Scale gibt es nur. Fans Toys Sovereign. Dann gibt es DX9 Tyrant. Gegen den habe ich mich entschieden, weil die Füße merkwürdig sind. Und es kommt jetzt demnächst noch irgendwann X-Transbots Abaddon raus. Musst du mal gucken. Kriegst du auf Facebook zu sehen als Dime Shock unter dir Dime Shock Reports. Haben wir hier noch Andy Berger. Ich fand die Stories von McFarlane so geil. Spawn war auch so cool. Bei McFarlane waren auch die Stories, sodass sie zum Zeichen die passten. Interessantes Argument. So, Habs, danke, der ist so cool. Ja, Sovereign ist mega gut. Sovereign ist mega gut. Aber das ist halt, du meinst wahrscheinlich New Age Darius. Ja, der ist wunderschön. Sovereign ist halt einfach Masterpiece-Fett, aber Darius ist halt das, was ich von der Deko machen wollte. Der graue Galvatron, das war meiner. Wisst ihr die Story, wo das losging? Tage 2006, wo er mit Cyclonus und Scorch zurückkam. Dann die Story später, Burning Sky, wo er halt auf dem Vulkan so eine Maschinerie raufbaut. Und dann den Vulkanausbruch kanalisieren will und die Energie in sich aufnehmen will. Das bisschen Wahnsinn vom Galvatron aus dem Cartoon ist dagegen Witz. Das ist völliger Witz. Also das ist mein Galvatron. Ist einfach so. So. Open and Play Big Cat gibt es auch noch. Korrekt. Das ist allerdings nicht Masterpiece, das ist ein Knockoff. Das ist eine weiterentwickelte Fälschung. Fälschung. Ich nenne es einfach mal Knockoff. Das ist ein weiterentwickeltes Knockoff vom Titans Return Galvatron. Von dem ist kaum noch was zu sehen und der ist gut. Der hat Dennis von Sentinel Bay Reviews zum Beispiel in seinem Display. Und für das, was er ist, ist er wirklich gut. Masterpiece ist er allerdings nicht. Hier, Blackie, hab mir den New Age Shockwave bestellt. Willst du ihn dir anschauen, wenn er hier angekommen ist? Ich will ja den New Age Shockwave auch selber haben. Ich will den dunkleren Metallic Repaint haben, weißt du? Für mein Marvel-Toy-Shelf. Deswegen werde ich mir auch den anderen Soundwave noch bestellen. Aber beide zusammen zu haben, ist eigentlich eine schöne Idee.
Ja, lass mal machen. Ich glaube, das wäre gut. Ich glaube, das machen wir. Mal beide Varianten haben. Ja, sehr gerne. Dankeschön. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen dremeln. Wollen wir mal gucken, dass wir die Form von diesem hier an den ein bisschen angleichen können. Einfach erstmal ein bisschen reingehen und ein bisschen Material abtragen. Das Ganze angleichen kann man immer noch. Wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, was feiert er denn da? Das Weiße hier ist nicht wild. Das ist einfach nur Staub. Das kommt einfach nur runter. Und dann säbelt man da ein bisschen was von weg. Das ist halt das Ding bei solchen Sachen. Muss man auch völlig schmerzbefreit sein. Da muss man einfach anfangen. Also, wenn ihr Berührungsängste mit Customs und solchen Sachen habt, lasst da die Flossen weg. So, was seht ihr? Da haben wir hier schon mal so eine bisschen flachere Ecke. Das hilft auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Und dann gleicht man das einfach so ein bisschen an den Rest an, wisst ihr? Ich mache jetzt eine Seite und dann werden wir hier wahrscheinlich Schluss machen, weil das ist für euch auch nicht über die Maßen angenehm anzuhören. Ist halt nicht grob, ist ein sehr feines Ding, aber auf die Art und Weise hat man halt auch wesentlich mehr Kontrolle beim Abtragen. Ich will halt wirklich nur, dass das von der Silhouette her einfach ein bisschen schöner aussieht. Ich weiß halt nicht mal, ob ich es von der Form hier noch abändern werde, weil dann wird das Ding oval. Macht auch nicht viel Sinn, wisst ihr. Deswegen, also ich denke, mit dem, was ich hier mache, das ist schon eine Verbesserung. Heißt aber ja auch nicht, dass Mafex nicht trotzdem versaut hat, ne? Die haben da echt Scheiße gebaut. Also das ist echt eine Figur. Du nimmst diese Hände ab. Du nimmst diese Hände ab. Und dann hast du direkt das Problem, dass sie direkt erstmal was abbricht. Also da musst du entweder echt extrem an deinen Toleranzen arbeiten oder einfach bessere Materialien nehmen und wirklich sehen, dass das dann entsprechend stabil bleibt. So, wenn ihr jetzt denkt, was nimmt ihr denn alles davon ab? Ihr seht halt selber, dieser kleine, feine rote Nebel, der sich hier drauf legt, da passiert halt nicht allzu viel. Und seht ihr, das hat sich jetzt in der ganzen Zeit, habe ich jetzt das hier so ein bisschen abgetragen. Dass es jetzt so ein bisschen so ist wie auf der anderen Seite. Und je weiter ich nach außen gehe, desto weniger wird das tatsächlich. Also man muss echt sehen. Wie man das Ganze so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Vermittelt, was ihr macht, wisst ihr? Dass ihr seht, okay, ich will das Ding ein bisschen ovaler haben, damit es besser an die Form angeglichen ist. Aber wie mache ich das? Und du kannst nichts anderes machen, als wie die Amis das Ganze nennen würden, winging it. So einfach Pi mal Daumen, ne? So würden wir das sagen und das ist das Beste, was man machen kann. Und dann hat man es halt hier ein bisschen flacher. Und das ist jetzt schon nicht mehr ganz so ausbeulend. Das ist schon eine Ecke besser. Den Rest werde ich wahrscheinlich lassen. Aber wichtig ist halt, dass das echt nicht so dermaßen ausbeult. Und, man einfach eine bisschen angenehmere Form hat. Am Ende des Tages, was aber hauptsächlich wichtig ist, wenn ihr sagt, brauche ich nicht, weil, dann ist das auch so. Aber am wichtigsten ist halt tatsächlich, dass das Ganze austauschbar ist, vernünftig funktioniert und ihr damit am Ende zufrieden seid. Und wenn ihr sagt, ich bin mit dem Ding gar nicht zufrieden, ich kaufe das Teil und es bricht mir direkt was weg, dann verkauft das. Wisst ihr? Ist einfach so.
Also ich würde sagen, mit der Seite kann ich eigentlich schon fast zufrieden sein. Ich muss eigentlich mal irgendwas gucken. Der hat hier so ein bisschen Sprue Marks hier. Und ich denke, ja, das wird ihm ziemlich gerade besser. Ich habe hier eine Sprue Mark drauf gehabt auf der Hand. Und ich denke, das liegt daran. Ja, das habe ich hier nämlich auch. Weil diese Packs hier kleine Kanten drin haben. Und die werde ich entweder auch noch ein bisschen abmachen müssen, damit das nicht ganz so extrem ist. Oder ich muss mit den Sprue Marks leben. Das ist jetzt noch nicht über die Maßen schlimm. Aber, und es bricht nicht. Es wird ja nicht mehr, wisst ihr. Ich stöpsel das ja einfach nur da rein. Und dann ist das ja meistens schon gut. Und das ist halt das Wichtige. Ich gucke mir das hier so an, so, ne? Und dann haben wir hier so ein bisschen die Proportionen. Und die Packs sind wieder ein bisschen schmaler. Und nicht ganz so hyper extrem. Die Seite innen drin lasse ich vielleicht sogar. Nur, dass das hier außen ein bisschen bessere Proportion ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich den Mafex Spider-Man reviewe, weil der hat zwar ein paar ganz schöne Sachen dabei. Aber dadurch, dass die komplette Funktionalität, so wie es eigentlich sein soll, nicht gegeben ist, weiß ich nicht, ob das so super viel Sinn macht. Sagt mal, ob ich das machen soll. Wenn genug Stimmen kommen und wenn mein Kopf Bock darauf hat, dann machen wir es vielleicht. Ja. Nochmal immer mal reingucken. So, Tim ist der Computer von Grayscale kaputt, ist da wieder Swirly Acrylplastik, habt ihr ja nur im Back gesehen. Nee, Alter, der ist nicht kaputt. Der ist, ich mach dir da ein Bild von. Es sieht aus, als wenn, ganz ehrlich, als das Ding in der Fertigung irgendwie womöglich aus der Form gefallen ist, als das Plastik noch nicht vollkommen ausgehärtet war. Das ist auf den Boden gefallen. Und da war irgendwie Sand. Und dann ist innen drinne von dem Monitor so eine Ecke, da platzt das Silber teilweise ab. Kannst auch kratzen. Ich habe jetzt den Aufkleber drauf. Deswegen ist es nicht mehr vollkommen wild. Es ist vor allem in einer dunklen Ecke. Das geht einigermaßen. Aber dann sieht es aus, als wenn da ein Sandeinschluss ist. Das sieht total komisch aus. Habe ich noch nie gesehen. Ich zeige dir das nachher. Ich mache dir noch ein Foto davon. Ich muss da sowieso noch Preview-Bilder für Dienstag fertig machen. Und dann zeige ich dir das extra. Okay? Ist jetzt nicht über die Maßen wild, aber da ging auch auf demselben Panel, ging auch ein bisschen was von der Farbe an einen von den roten, runden Knöpfen, ging ein bisschen was daneben. Das ist ein bisschen schade. Das ist immer noch Mainline, ist im Sinne immer noch günstig, weißt du, aber nur, dass du weißt, achte da mal drauf und dann musst du wissen, ob du das womöglich, keine Ahnung, wieder zurückbringst oder was, aber ja, das ist jedenfalls das. Hätte man sowas auch mit einem 3D-Drucker drucken können, also diesen Balljoint? Womöglich. Womöglich, ist eigentlich eine gute Idee, könnte ich mal Marc fragen. Das Problem ist, ich habe den Blueprint für den Ballpack von Mafex natürlich nicht, ne? Deswegen, ja, ein bisschen Bastelsache. Aber jetzt habe ich das Geld hierfür ausgegeben, von daher bin ich jetzt erstmal soweit zufrieden. Und wie gesagt, es soll stabil sein, er soll irgendwann dann bald mal in meinem Display hängen, so wirklich über Kopf. Das ist mir das Wichtige, weißt du? Tim, ich habe übrigens gestern Ärger bekommen, weil mein Kumpel mir Clamp-Champ zum Geburtstag geholt haben. Oh, nö. Hattest du jetzt eigentlich Geburtstag gestern oder was? Weil ich habe nichts auf Facebook gesehen. Wenn ja, dann einmal, wie Marcel da schon sagt, alles Gute nachträglich. Nee, ich habe erst noch aber schon vorbestellt. Okay, doof. Naja, passiert. Das ist das Ding, wenn man ein überraschendes Geschenk machen will, ne? Deswegen. Was sagst du eigentlich zu Tom Holland's Spider-Man? Finde ich gut. Ich muss sagen, ich finde ihn nicht so gut wie Andrew Garfield's Spider-Man. Den finde ich besser. Ich werde mal die Kamera drehen, kann vernünftig schnacken. Ich finde Andrew Garfield's Spider-Man finde ich besser aus den Amazing Spider-Man-Film. Ich finde es auch schade, dass das nirgendwo hinging, weil wir vor allem diesen fetten Vault hatten mit den Octopus-Armen. Ne? Wir hatten die Venom-Kapsel hatten wir da drin. Wir hatten das Vulture-Wing-Pack. Das ist ein bisschen schade. Ich will hoffen, die machen tatsächlich mit dem Universum und mit dem neuen Vulture, mit Michael Keaton und mit dem neuen Scorpion, McGargan machen so weiter. Das wäre cool, mochte ich sehr gerne. Aber Tom Holland macht das sehr gut. War vor allem was anderes. War vor allem so ein bisschen den Weg, den sie zuletzt gehen, wie mit Batman auch. Jeder kennt jetzt die Geschichte. Spider-Man wurde gebissen. Wir fangen einfach an. Der hat das jetzt schon ein paar Wochen. Bester Weg. Das kennen wir mittlerweile, weißt du? So, Andy Berger. Na, konntest du ja nicht wissen. Andy Berger, okay, danke. Da habe ich ein Special. Nein, im Juni. Ich bin sauer deswegen an Andy. Ich habe mir Greg's ja eh noch einmal, um es im Karton zu lassen. Ja, aber trotzdem, weißt du? Trotzdem. Muss, okay, hier unten, Good Vibes, alles klar. Das ist wichtig. Nicht böse sein. Das ist ein schwieriges Hobby. Auch zu schenken ist da schwierig, weißt du? Deswegen. Ich hole mir Greg's ja noch mal, um es im Karton zu lassen.
Ja. Wenn du sagst, dass das für dich so okay ist, dann ist das auf jeden Fall, dann ist das das Richtige, weißt du? Das ist ansonsten auf jeden Fall ein bisschen schade, aber das macht ansonsten super Spaß auf jeden Fall und das Review hat auch mega Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Leute, war das jetzt auch schon? Modus kann man ruhig doppelt haben. Ey, truer words have never been spoken, dude. Kann man nicht anders sagen. Aber wisst ihr was? Was ich nochmal versuchen will, wenn wir hier schon sind, ne? Wie gesagt, ich habe ja hier die kleinen. Jetzt muss ich wieder die Kamera wechseln. So eine Sauerei. Was ein Umstand. First World Problems. Nein, Quatsch. StreamYard ist ein Traum. So, jetzt habe ich ja, wie gesagt. Na komm, sei brav. Da. Seht ihr, habe ich hier so ein bisschen hellen Punkt hier auf der Hand. Und das ist halt, wie gesagt, weil. Weil das hier so einen Widerstand hat, ne? Und ich glaube, da werde ich nicht den Dremel für nehmen. Da kommt man so super schlecht ran. Dann nehme ich einfach mal eben das Skalpell und werde das einfach mal eben ein bisschen abkürzen. Nur so ein bisschen. Weil, wenn ich das wegschneide, einfach wieder aufdicken mit ein bisschen Sekundenkleber, geht ja eigentlich soweit immer. Aber Hauptsache, die Toleranz ist ein bisschen anders. Nicht ganz so extrem. Hakt da nicht so hyper ins Material ein. Additional Cat Hair. Und die Hand sitzt trotzdem noch drauf. Aber die Toleranz war mir tatsächlich auch ein bisschen zu eng. Von daher, so ein bisschen Widerstand finde ich ja gut. Aber es darf halt auch nicht zu viel sein. Soll ja funktionieren. So. Sind wir da einmal so ein bisschen rundherum gegangen? Mäh, einmal Spider-Man auf den Kopf. So, einmal rundherum gegangen, bisschen was abgeschnitten. Ja, das ist gut. Das ist tippitoppi. Ja. Ein bisschen den Kram von hier eben weg. Hält da immer noch. Das ist ein bisschen. Muss ich mal sehen. Wenn ich noch ein bisschen aufdicken, dann geht das wieder rein. Die Hand geht besser rein. Ja, spitze. So wollte ich das doch. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Seht ihr, so macht man so Stück für Stück das Ding so, wie man sich's vorstellt. Ich muss den Pack hier auch noch mal ein bisschen aufdecken. Das reicht noch nicht, dass das besser drinnen sitzt. Weil ich habe keinen Bock, dass ich dann denke, oh ja, Toleranz gut. Den kann ich jetzt so aufhängen. Und dann, wie das mit so einem Detox so ist, so mit dem Stahlrahmen da drinnen. Dann macht es so mal einen Klänk. Und dann ist Spider-Man irgendwie Kolossus auf den Kopf gefallen, weil er so quasi da drüber schwebt. Das muss ja nicht sein. So, dann haben wir das. Und dann seht ihr schon, was ich meine. Das ist so wirklich, das sind so ganz kleine Fiddle, die ich so abschneide, weil ich nicht zu viel wegschneiden will. Einmal 360 rum. Hauptsache, ihr tragt halt ein bisschen was ab. Und auch was von dieser Kante halt weg. Die da so dermaßen sich in die Hand gefressen hat. Und dann nehmen wir die Hand wieder. Jo. Und dann geht das. Und dieses Brewmark hier ist quasi weg. Muss ich nochmal sehen, dass ich dann auch das Spinnennetz hier drauf noch wieder so ein bisschen nachziehe. Das mache ich dann wie bei den Evangelions. Dann gehe ich hier einmal ganz grob einmal mit dem Stift rüber. So. Und dann wische ich das einmal wieder ab. Quasi. Manchmal auch ein bisschen mehr. Wenn das schon ordentlich drauf ist, dann bleibt das ganz gut drinne. Aber ihr seht schon, hier vorne ist das jetzt geblieben. Hier hinten kann noch ein Stück. Zack. Bisschen abwischen. So, ja. Tipptopp wieder drauf. Und das bisschen auf dem Rest hier auch noch. Vielleicht ein bisschen zusätzliches Shading. Kann auch nicht schaden. So, dann ist das wieder drinne. Das funktioniert. Bisher muss ich sagen, wenn ich das mal so sagen darf, bin ich von meinem handwerklichen Geschick, was das angeht, eigentlich sehr begeistert. Deswegen ist das so absurd, dass ich das mit dem blöden Staubschutz nicht hingekriegt habe. Das hat mich völlig wahnsinnig gemacht. Aber das hier, das ist wirklich gut. Ich meine, klar, es sieht wie gesagt nicht über die Maßen geil aus, ne? Die Packs sind zu breit, zu rund, zu kugelig, Durchmesser zu groß. Ist einfach so. Aber am Ende des Tages. Es soll jetzt erstmal wieder funktional sein. Und das ist das Wichtige. Und das ist er so wieder. Er kann wieder durch die Gegend spinnen, sozusagen. Wie gesagt, ein bisschen aufdecken.
Ja, und dann ist das cool. So, was haben wir noch? Sam! What's up, dude? I've been rambling on 3 minutes and haven't given you a thing, dude. I'm so sorry. Trying to fix my Mesco Spider-Man here because the ball packs broke on mine. Not straight out of the box, but pretty much the second or third exchange of the hands. Gone. Happy Domi, wie viele Staffeln G1 gibt es? Drei oder vier? Und weiß wer, wo man die schauen, kaufen kann? Hatte damals leider nicht wirklich die Möglichkeit, das zu schauen. Es gibt insgesamt quasi vier. Das sind quasi vier. Die vierte ist allerdings abgebrochen. Dann gibt es noch die Headmasters, die gehören noch mit zu. Und Super God Master Force und Victory gehört auch dazu. Ich glaube, man kann die in Deutschland nicht wirklich irgendwo gucken. Es gibt amerikanische oder englische Dienste, da kannst du die gucken. Und das geht aber in Deutschland nur über VPN zu machen. Musst du dich mal schlau lesen. Ich habe die hier auf DVD, deswegen kann ich dir tatsächlich keine Anlaufstelle geben und auch nicht viel über VPN sagen. Ja, ich kann dir nur das sagen. Du hast ja wegen Discord gefragt, ne? Wir haben jetzt übrigens einen Discord. Guck mal auf unserem Collectors Bay Instagram. Wir haben jetzt einen Discord gemacht. Du warst einer derjenigen, der gefragt hat. Wir haben gehört, wir haben jetzt einen Discord. Ne? Also da kannst du dich mit Leuten definitiv unterhalten. Die können dir mit Sicherheit helfen. Sam, looks good, man. Dude, thank you. I'm happy-ish, I would say. Like, it's not super good, you know? Like, the ball packs are way too big. But the functionality is back. And it holds the figure. I need to drill open the other hands that I still got. So they fit. Those are the Hot Toys Homecoming Spider-Man, you know, the packs for those. I had to do something, otherwise this would have been 100 bucks wasted. Mayfax is expensive, you know. So, yeah. I'm fine with that. Noch? Vier Staffeln, weil die vierte nur aus drei Folgen besteht. Genau, das ist The Return of Optimus Prime. Andy Berger, willst du die auf Englisch? Bekommst du die für 10 bis 20 € Staffeln? Zwar. Das stimmt auch, das gibt's auch. Es gibt die zum Beispiel auf DVD, wenn du die haben willst, gibt es die zum Beispiel vom Metrodome aus England. Die haben aber keine deutsche Tonspur. Da die vorher nicht gesehen habe, waren auf Deutsch, aber eigentlich egal. Das Ding ist, wenn du bist nicht auf Facebook, oder? Wenn du in unserer Transformers-Fangruppe Deutschland wärst, da gibt es ein Mitglied, Heino Hamann. Der hat einen super Job gemacht, die ganze Serie und auch den Film auf DVD zu bannen, mit eigenen Covern und so weiter. Das könnte ich dir empfehlen. Ich könnte auch andersrum mal versuchen, mal zu sehen, ob ich den auf den Discord kriege. Dann könnte er vielleicht auch andersrum helfen. Ihr kommt bestimmt irgendwie zusammen und dann würdest du die und dann würdest du die Sachen kriegen können. Bestimmt, bin ich mir sehr sicher. Leute, aber für heute mache ich den Kasten hier dicht. Das war jetzt eine Dreiviertelstunde. Ihr seid völlig bekloppt, dass ihr jetzt die ganze Zeit schon bei mir wart noch und zugeguckt habt. Und ja, ich hoffe, für die Leute, die aus dem deutschen Raum den Mayfax Spider-Man haben und die hatten das Problem, die haben hier eine Idee. Wie gesagt, das sind die Hot Toys Homecoming Ball Packs, die hier drin verarbeitet sind, leicht gecustomt, damit das halt besser passt und das von der Farbe halt vernünftig hinhaut. Und das ist jetzt erstmal so das Endergebnis. Wie gesagt, die sind nicht über die Maßen hübsch. Das ist jetzt nur die funktionale Weise, ne? Wenn ihr eine bessere habt, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr eine bessere Weise habt. Bessere Hardware, die eher zu der ganzen, ich sag mal, Silhouette von der Figur passt, ne? Haut das in die Kommentare runter. Ich würde mich echt freuen. For all English speakers, this is the version that I got now. Those are the Hot Toys Homecoming Spider-Man Packs and, I hope this helps you. I know this is not the best looking version now. Told you, never was intended to be, but at least it's functional again. And that's what's most important. So, wenn ihr das also, wenn ihr bis hierhin dabei wart und ihr fandet das cool, was ich gemacht habe, und ihr findet den Ausgang davon in Ordnung, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und auch den Daumen hoch gibt und die kleine Notifikationsglocke guckt, die kleine Alarmglocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ihr schafft euer eigenes Programm. Ihr seht, was ich was Neues mache. Und ich lande in Ergebnissen nach oben. Das ist wichtiger für alle Beteiligten. Von daher,
kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zugucken, Dankeschön fürs Dabeisein, Dankeschön fürs Schnacken. Ich freue mich immer, wenn der Chat dabei ist. Generell Chat Squad. Sam Thompson still said something. I started watching the old Spider-Man cartoons on Disney Plus. So many good memories, dude. Left and right. Also Gargoyles, the 90s X-Men, you know. Amazing. Anni Berger war cool. Ich mag es, wie du arbeitest. Ich habe morgen Spätschicht und kann eh noch nicht so früh schlafen. Ja, siehst du, dann ist doch cool. Dann habe ich dir noch ein kleines Programm geboten. Das ist doch schön. Nicht, dass ich jetzt hier der super heftige Kanal bin, ne? Aber ich finde es schön, wenn ich ein bisschen Kurzweiligkeit schaffen kann. Ich kann was machen. Ich kann ein bisschen zeigen, wie ich arbeite. Jemand wie du weiß das zu schätzen. Der guckt sich das gerne an. Und wer weiß, Leute können da vielleicht was für sich rausziehen, ne? Und deswegen, ja, nochmal danke an den Chat. Danke fürs Zugucken. Danke für die Leute, die im Nachhinein zugucken. Ich freue mich und, ja, wie gesagt, schön liken, abonnieren. Morgen Voice of Chaos, nicht vergessen, Collector's Bay, Link unten, Linktree, etc. pp. Seid dabei. Morgen haben wir ein spezielles Thema. Das wird nicht Voice of Deviants, das wird Voice of Chaos. Aber morgen schnacken wir ein bisschen, wann ist es noch eine Figur und wann wird es ein Sammlerstück. Ein bisschen auch eigener Anspruch und was man, wie wichtig einem Charaktere auch selber so sind. Wisst ihr, das ist, ich glaube, das wird auch schon fast ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Soll man sagen, philosophisch? Sag ich einfach mal so. Deswegen kann man auch oft, ja, du, Alter, Marcel, natürlich können wir auf Discord quatschen. Wir haben da eine Vorstellungsrunde, wir haben da einen Stammtisch, da kann man einfach so vor sich weglabern. Du kannst da deine Sammlung reinknallen, wir hauen da unsere neuen Videos rein, das verpasst du nicht. Also, das Ding ist von vorne bis hinten voll. Komm rein, stell dich vor, etc. Und da siehst du dir die normale Aufteilung. Das funktioniert tipptopp. Happy Dumi, es macht immer Lohn auf deinem Kanal. Vielen Dank, ich freue mich. Wie Andi sagt, tschüss an alle, goodbye, habt einen schönen Abend, kommt gut in die Woche, je nachdem, wie lange ihr noch wach seid. Ich hoffe, ihr habt keine großartig schlaflose Nacht. Und ich kann einfach nur sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, haut rein, bleibt brav, bleibt gesund. Das darf ich nicht vergessen, das ist jetzt mein Outro. Bye-bye.